Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst mal Herr Schumacher, ganz herzlichen Dank für dieses außerordentlich freundliche Intro. Wenn ich das so höre, was Sie über mich gesagt haben, dann bin ich offenbar ein klassischer Multifunktionär. Ich wollte aber zu Beginn auch ganz kurz was zu meiner Herkunft sagen, weil Sie darauf Bezug genommen hatten. Also ich komme nicht aus einer Familie wie Sie, sondern aus einer Beamtenfamilie. Sie auch? Ach so, Bahnbeamter. Alles klar. Nein, mein Vater war Kommunalbeamter. Was jetzt das Wichtigere ist, weiß ich nicht. Mit Sharing Economy hatte ich als Kind nichts zu tun, wohl aber mit Sharing, weil wir waren 5 Kinder und alles musste geteilt werden. Und da ich der Älteste war, wurde immer an meine Vernunft appelliert, ich sollte den anderen mehr abgeben, als ich selber bekäme. Das war bei mir Sharing in meiner Kindheit und vielleicht findet das ja dann in der Sharing Economy seine Fortsetzung. Meine Damen und Herren, ich darf Sie, und das ist zunächst jetzt mal die gute Nachricht, ganz herzlich zum Deutschen Verbrauchertag hier begrüßen und freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind und unserer Einladung Folge geleistet haben. Wir freuen uns darüber, dass Bundestagsabgeordnete da sind, Vertreter von Bundesministerien, von Landesministerien, die uns ja ebenso wichtig sind, weil Verbraucherschutz keineswegs nur auf Bundesebene, sondern gerade auch auf der Ebene der Länder organisiert wird. Und wir freuen uns darauf, im Laufe des Tages eine ganze Reihe interessanter Vorträge hören zu dürfen. Jetzt kommt, Sie müssen ganz stark sein, die schlechte Nachricht. Sie können sich's möglicherweise denken, Frau Bundeskanzlerin Merkel hat heute Morgen absagen müssen. Sie wird heute Nachmittag nicht bei uns sein, weil sie wegen der Griechenland-Krise die Partei- und Fraktionsvorsitzenden zu sich geladen hat, um mit ihnen darüber zu sprechen, was hier zu tun ist. Das war für 13.30 Uhr vorgesehen und wir wären dann um kurz nach 14 Uhr dran gewesen. Auch ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie innerhalb von 20 Minuten es schaffen würde, alles das, was sie zu berichten hat, den Herrschaften zu berichten und dann auch noch die anschließende Diskussion zu bewältigen, um dann um 14 Uhr bei uns zu sein. Das klappt leider nicht. Ehrlich gesagt haben wir dafür vollstes Verständnis, denn der Verbraucherschutz ist unendlich wichtig, aber möglicherweise ist am heutigen Tage Griechenland für Frau Bundeskanzlerin Merkel und vielleicht für manchen von uns sogar noch wichtiger. Nun ist das aber noch nicht das Ende, denn deswegen, weil Frau Merkel heute eingeladen hat zu diesem Gespräch, muss dort auch Herr Bundesminister Gabriel anwesend sein, der gleichzeitig Parteivorsitzender des Koalitionspartners ist. Der aber hätte eigentlich heute in Israel sein sollen zu einer mehrtägigen Reise. Da er nun diese Reise absagen musste, fährt in seiner Vertretung ausgerechnet Herr Bundesminister Maas nach Israel. Das bedeutet, dass auch Herr Bundesminister Maas heute nicht da sein wird. Die Bundeskanzlerin wird vertreten durch den Staatssekretär Braun aus dem Kanzleramt und Herr Minister Maas wird vertreten durch den parlamentarischen Staatssekretär Ulrich Kelber, der sicherlich dem einen oder anderen hier aus seiner verbraucherpolitischen Tätigkeit bekannt ist, sodass wir davon ausgehen, dass er ein wirklich vollwertiger Ersatz sein wird. Nun waren Sie stark, nun haben Sie das zur Kenntnis nehmen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, in der Sache zum Thema heute richtig gut vorwärts zu kommen, interessante Vorträge nicht nur zu hören, sondern auch darüber zu sprechen und daraus dann die richtigen Konsequenzen ziehen zu können, auch wenn die politischen Spitzen nicht selber anwesend sind. Ich selbst habe das Vergnügen, die Arbeit des VZBV nun schon seit einiger Zeit als Mitglied des Verwaltungsrats und seit 3 Jahren auch als dessen Vorsitzender begleiten zu dürfen. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Verband in den 15 Jahren seines Bestehens sich zu einer wirklich schlagkräftigen Truppe entwickelt hat. Im Zusammenspiel mit Verbraucherzentralen und Mitgliedsverbänden. Ich entstamme einem solchen Mitgliedsverband und dass er die Interessen der Verbraucher in der Öffentlichkeit und der Politik hervorragend vertritt.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Klaus Müller bedanken, der hier vorne an der Seite sitzt, nein, in der Mitte, nicht in der Seite, und seit 14 Monaten die Geschicke des VZBV leitet. Klaus Müller hat aus meiner Sicht als Aufseher den Verband bisher hervorragend in der Öffentlichkeit und gegenüber der Politik vertreten. Und lieber Klaus, weiter so. Das ist gut. Der VZBV ist zu einem zentralen Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft und Medien geworden. Das liegt an der Expertise, für die der Verband steht und die seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder engagiert unter Beweis stellen. Und es liegt am Weitblick des VZBV. Die Verbraucherwelt wird immer komplexer. Die Digitalisierung durchdringt immer mehr Bereiche unseres Alltags. Damit wachsen die Themen und die Herausforderungen für Verbraucherpolitik. Der VZBV nimmt diese Herausforderungen an und hat sich beispielsweise mit Abmahnverfahren gegen solche Riesen wie Facebook, Google und Co. an die Speerspitze des digitalen Verbraucherschutzes gestellt. Heute geht es vor allem um Sharing Economy. Herr Schumacher hat so wunderbar eingeführt, dass mir dazu nichts mehr weiter einfällt. Zumindest aber konnte man dem Film entnehmen, dass ja noch nicht alle so ganz genau wissen, womit sie da zu tun haben. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, ist Sharing Economy eine Chance? Verändert sie den Markt oder müssen wir unsere Erwartungen bremsen und unsere Möglichkeiten beschränken? Frau Pick, Herr Professor Welzer, Herr Professor Haukapp, und andere werden heute hier uns zur Verfügung stehen, und zwar exakt zu diesem Thema. Ich darf zum Schluss noch ganz herzlich hier begrüßen in seinem eigenen Hause den Leiter des Museums für Kommunikation, Herrn Dr. Götze. Herr Dr. Götze, wir sind sehr froh, heute Ihr Gast sein zu dürfen. Er hat mir im Vorgespräch gesagt, dass es viele gibt, die gerne hier ihre Veranstaltungen machen in dieser wunderbaren Location und dass er dann aussucht. Er sucht sich aus, wen er gerne hier hätte. Und die er nicht so gerne hier hat, die kommen ja auch nicht rein. Und die er gerne hat, zu denen zählt offensichtlich der VZBV. Ob er die Zusage deswegen gegeben hat, weil er sicher war, die Bundeskanzlerin kommt, oder ob er die Zusage unabhängig davon gegeben hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier und bedanken uns sehr herzlich, dass wir hier sein dürfen. Ihnen eine gute und schöne Veranstaltung. Applaus